ich denke, auf die Personalie, auf die die meisten warten, gehe ich jetzt mal speziell ein. Kevin Großkreuz, ist ja klar, hat Riesenfortschritte gemacht, ist über dem Plan in allen Bereichen. Trotzdem haben wir uns entschlossen, auch in Absprache mit ihm, das nochmal um eine Woche zu verschieben. Das heißt, er wird nicht mit nach Bremen fliegen, sondern wird sich gezielt vorbereiten, nochmal die nächste Woche dann auf das Mainz-Spiel. Und das ist, denke ich, auch dann die bessere Lösung, weil er natürlich jetzt nur Teile des Mannschaftstrainings absolviert hat und dafür nochmal eine ganze Woche Zeit hat, um dann auch voll im Saft zu stehen und dann auch die Trainingseinheiten dann richtig absolvieren zu können. Ja, das ist das eine. Ansonsten sind alle die anderen 22, die jetzt die Woche über trainiert haben, sind alle einsatzfähig, ist nichts mehr passiert, sind alle heiß und wollen natürlich alle auf dem Platz. Ja, erstmal war es wichtig, dass wir woanders hingehen. Wir haben natürlich versucht, in Deutschland was ausfindig zu machen, aber sind dann eben auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Wir waren da wirklich 3 Tage ganz konzentriert zusammen, haben taktische Einheiten durchführen können, haben an Standardsituationen nochmal gefeilt, haben auch nochmal am Feuer, im Zweikampf verhalten, denke ich, haben wir da gute Akzente setzen können. Und die Gruppe war zusammen. Ich denke, das war auch wichtig, der Teamgeist nochmal in den Vordergrund zu stellen, und dafür hat das absolut seinen Sinn erfüllt. Und ja, jetzt sind wir seit Freitag hier wieder. Es war jetzt kein Wochenausflug, sondern es waren 3 Tage konzentriert, irgendwo anders zu sein und sich gut vorzubereiten. Und das haben wir getan, zu 100%. Klar ist natürlich, dass man nach einer Niederlage natürlich auch lieber wieder früher spielt als Spieler auch, oder als Trainer ist ja genauso, dass man es natürlich schneller wieder korrigieren kann. Andererseits haben wir jetzt natürlich die Zeit gehabt und das Spiel ist auf Montag angesetzt. Es gibt jetzt auch keinen Hin oder Her mehr. Ja, das ist so, morgen müssen wir da sein, und ja, wir haben die Zeit jetzt genutzt und ich bin mir sicher, dass wir morgen präsent sein werden. Es ist alles noch enger geworden, das ist ja klar, aber grundsätzlich hat sich unsere Situation nicht verändert, weil wir nämlich selber unsere Punkte holen müssen. Ja? Und das ist Fakt, ja? Wir brauchen Punkte, und da haben wir jetzt noch 3 Möglichkeiten, 9 sind noch im Topf, und morgen ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel dafür, und wir können es aus eigener Kraft schaffen, und so gehen wir es auch an, und das ist positiv, und deswegen werden wir uns da auch morgen positiv mit unseren Dingen auseinandersetzen und versuchen, wirklich den Gegner zu beschäftigen und dann natürlich auch erfolgreich zu sein.